A wonderful good morning to all of you on day 4. I hope you made it through last night. Und hiermit begrüßen wir euch aus der Übersetzkabine. Du hörst gleich den Talk Library Operating Systems, also Library Betriebssysteme vom 34. Chaos Communication Congress in der Übersetzung von Problem und Florian. The solution for, well, if you're dabbling in microservices. Schalt nochmal auf den Saalton, bis der Talk wirklich losgeht. Okay, der Talk geht schon los, dann lassen wir das. Ein warmer Applaus. Hello, thank you. Hallo. Wenn ihr das nicht lesen könnt, dann ist jetzt der Zeitpunkt, laut zu rufen, dass ihr es nicht lesen könnt. Ja, heute rede ich mit euch über Library-Operating Systems und ja, wie man die benutzen kann, um die, ja, die Standardrealität, die da draußen so rumläuft, durch unsere eigene zu ersetzen. Über was ich heute alles so reden werde. Dieser Talk ist im Resilience Track, was ja einer der Tracks beim Kongress ist dieses Jahr. Und mir geht es darum, zu vermitteln, warum das Konzept von Resilienz sehr wichtig ist im Bereich Library-Betriebssysteme und welche Eigenschaften ein Projekt haben kann, die dazu führen, dass es resilient ist, also widerstandsfähig ist. Ich spreche außerdem über das, was ich denke, was so die allerschlimmste Dependency in eurem Projekt ist und wie ihr diese schlimmste Dependency, die meiner Meinung nach das Betriebssystem ist, durch eine etwas weniger schlimme ersetzen könnt. Und wie ihr ja, Widerstandsfähigkeit erhöhen könnt, indem wir einfach gute Software-Tools und Libraries benutzen, aus denen wir dieses Betriebssystem zusammenbauen. Das wichtigste Konzept für mich, um zu entscheiden, wie widerstandsfähig ein Projekt ist, ist die Anzahl Menschen, die verschwinden können, bevor das Projekt stirbt. Das ist häufig bekannt unter dem Namen Busnummer, Busfaktor. Und wenn wir die erhöhen wollen, ist die relativ einfache Antwort, dass wir einfach, ja, wenn wir mehr Menschen brauchen, dann müssen wir einfach mehr Menschen in das Projekt reinbringen. Aber das ist in der Praxis dann tatsächlich gar nicht so einfach, denn ein Mensch, der an dem Projekt mitmacht, ist ja zumindest im Kontext von dem Projekt sehr fähig und diese Fähigkeiten zu erlangen erfordert, dass wir das Projekt einfacher zu verstehen machen. Und unser Projekt ist nicht nur unser Code, also wir können zwar viel Refactoring anwenden, alles ja überall Best Practices anwenden, Dokumentation schreiben etc., aber es geht auch darum, in welcher Sprache unser Code geschrieben ist, wie wir tatsächlich mit unserem Code interagieren, wie wir ihn bauen, wo wir ihn ausführen, welche Sachen wir brauchen, um unseren Code tatsächlich auf irgendeine bedeutungsvolle Art und Weise zu benutzen. Und unser Projekt ist eben diese ganze Liste dieser Dinge, auf das wir abhängen. Und selbst wenn wir über Dependencies nachdenken und sagen, wir haben eigentlich gar keine, unser Projekt ist eigentlich einfach, da würde ich sagen, das ist eigentlich nicht so, denn es ist ziemlich wahrscheinlich, dass ihr eine ziemlich große Dependency habt, nämlich ja, das konventionelle Betriebssystem, auf dem ihr läuft. Ich habe hier ein schönes ASCII-Art-Diagramm gemacht, wie ich denke, ja, wie man über ja, ein monolithisches OS nachdenken muss. Und in diesem Diagramm habe ich etwas, ja, habe es mir etwas einfach gemacht, dass klassische Dependencies gar nicht so wichtig sind. Und wir schauen jetzt vor allem auf das Betriebssystem, denn das Betriebssystem ist ziemlich groß. Es hat in der Regel deutlich mehr Kram, als ihr tatsächlich braucht. Und man interagiert damit anders als mit den üblichen Dependencies, die man so hat. Die Doku liegt woanders, man interagiert mit ihm anders. Man kann es in der Regel, wenn dann nur anders debuggen als den anderen Code, den ihr so schreibt. Wenn ihr Code schreibt, der darauf zugreift, dann nutzt ihr tatsächlich
wahrscheinlich andere APIs, um darauf zuzugreifen. Und als Beispiel schauen wir uns mal Linux an. Als konkretes Beispiel gebe ich einen Abschnitt aus MAN 2 in Linux. Die Signatur für die Funktion ist hier. Das ist Socket. Das erste, was wir aufrufen wollen, wenn wir hier Netzwerkkommunikation machen wollen. Socket möchte eine magische Zahl und noch eine magische Zahl und es gibt uns eine andere magische Zahl zurück oder noch eine andere Zahl, um uns zu sagen, dass ein Fehler ist und dass wir woanders gucken muss, was der Fehler ist. Das ist vermutlich nicht das, was ihr gewöhnt seid, wenn ihr irgendwelche externen Sachen macht mit einem netten Interface. Und was noch schlimmer ist, diese magische Zahl, die wir von Socket zurückgekriegt haben, das müssen wir einer anderen Funktion weitergeben, die auch einen ganzen Haufen Sachen mit magischen Zahlen machen, dass es diesen seltsamen Out-of-Band-Fehlermeldungen gibt. Und ihr merkt sagen, ja, okay, wenn man Applikationsentwicklung macht und euch beschwert, dass das C-Interface schlecht ist, dann, ja, das ist das C-Interface und ist nicht das, was ihr in eurer Higher-Level-Languages benutzt. Aber hier, das ist die Sprache, in der ich meistens arbeite, OCaml, eine funktionale Sprache mit vielen interessanten Eigenschaften. Es wird von meisten Leuten als eine höherlevelige Sprache als C angesehen. Aber ich gebe euch hier eine kurze Tour durch die entsprechenden Funktionen in OCaml. Das ist hier Socket, ist auch eine Funktion. Das nimmt paar Argumente und mit verschiedenen Typen. Der erste Typ ist Socket Domain. Es ist auch eine magische Zahl, aber es ist zumindest auf eine kleine Zahl von möglichen Werten beschränkt. Das gleiche für Socket Type. Auch wir haben eine magische Nummer für den Protokolltyp. Und in der Dokument steht zumindest 0 für Default. Und wir kriegen einen Typ File Descriptor zurück, der auch unter der Decke eine magische Zahl ist. Und im Fehlerfall kriegen wir eine Exception. Wenn ihr jemals in einer Sprache mit Exceptions gearbeitet hast, dann seid ihr vielleicht nicht glücklich, dass es hier etwas gibt, das Exceptions wirft als eine normale Aktion bei einer normalen Aktion. Connect ist eben schlimmer. Es nimmt einen File Descriptor, den Socket zurückgegeben haben und gibt eine Socket Adresse und gibt Unit zurück. Das ist das Äquivalent von Void. Also das heißt im Wesentlichen, das ist ein Seiteneffekt. Guck woanders, sucht nach den Fehlern woanders. In diesem Fall ist es eine Exception, die einfach die RNO von der zurunterliegenden API einpackt. Das ist auch nicht sehr schön. Aber wir sehen natürlich, warum diese API so ist. Das ist einfach ein Wrapper um die C-Library herum. Es hat ein paar nette Features von OCaml, aber nicht sehr viele. Was ihr machen könnt, wenn ihr in dieser Situation seid und mit dem Betriebssystem auf die Art und Weise interagieren wollt, dann könnt ihr eine höherlevelige API darüber arbeiten, um zu höheren und höheren Applikationen kommen, um etwas zu kriegen, womit ihr als Anwendungsentwickler besser mitarbeiten könnt, aber irgendwo unten müsst ihr immer damit arbeiten und damit reden. Und was, wenn ihr das nicht wollt? Dann, wenn wir im Open Source Universum bist, wenn du wirklich diese API nicht magst, dann änder sie einfach. Ich würde sagen, das ist nicht trivial für meisten Leute, die versuchen, die einfach Code schreiben wollen, der irgendwo laufen soll. Wenn ich deine Kernel-Interface ändern möchte, jetzt muss ich erstmal in der Programmiersprache programmieren lernen, in der Kernel geschrieben ist, was vermutlich nicht die Sprache ist, mit der ich täglich arbeite. Ich muss lernen, wie ich damit in einem Kernel arbeiten kann, was ein anderer Satz von Fähigkeiten ist, als ich normalerweise brauche. Dann muss ich einen vernünftigen Patch machen und dann muss ich irgendwie diesen Patch akzeptiert kriegen. Die Community, mit der ich darüber reden muss, ist eine andere Community als die, mit der ich normalerweise reden, ist eine andere als die, mit der ich normalerweise reden will. Es ist nicht die von meinem Projekt, nicht die von meiner Programmiersprache. Und sie ist vermutlich nicht sehr begeistert darüber, über den Patch, den ich eingereicht hat. Dem Kernel interessiert es nicht, welchen blöden User-Level-Kram ich einfacher machen möchte. Und wenn ihr denkt, dass ich nur darüber rumjaule, dass Kernel-Entwicklung schwierig ist, das bin nicht nur ich, die denkt, dass Kernel-Entwicklung hart ist. Ihr habt vielleicht an die Eudiptila-Challenge gehört, das ist eine
Serie von Programmaufgaben für den Linux-Kernel. Die haben von einem einfachen Hello World angefangen und sind dann in der Komplexität hochgegangen. Und dann kann man Code einreichen und wenn man erfolgreich eingereicht hat, kriegt man die nächste Challenge. Und es gibt 20 Schritte auf dieser Egyptaler Challenge. Es gibt ungefähr 19.000 Leute, die damit angefangen haben. Ich war dabei. Ungefähr 160 haben alle Challenges bestanden. Ich war nicht dabei. Und ich denke, wenn die Erfolgsrate von den Leuten, die damit anfangen wollen, dass sie so niedrig ist, ist ein Zeichen dafür, dass das so schwierig ist. Und da wir ja schon über Resilienz sprechen, also Widerstandsfähigkeit, dann möchte ich auch noch ein anderes Thema ansprechen. Mitglieder von eurem Projekt möchten vielleicht nicht in Communities gehen, die feindselig oder einfach unschön sind. Und eine Art, wie wir uns tatsächlich schützen können vor solchen Communities, in denen man vielleicht gar nicht sein will, ist, dass wir einfach weniger mit ihnen zu tun haben. Und ja, es gibt einige Projekte, zum Beispiel sehr populäre monolithische Kernel, die für ihre widersprüchliche Kultur bekannt sind. Also, schauen wir uns mal an, was das Betriebssystem tatsächlich so für uns tut. Aus der Vogelperspektive können wir sehen, was denn eigentlich für Kommunikation so passiert. Also, wie wir tatsächlich mit den Komponenten in einem klassischen Stack kommunizieren. Und ich habe diesen kleinen letzten Block hier eingefügt. Normalerweise, wenn wir Anwendungen ausführen auf irgendeinem Betriebssystem, dann läuft das Betriebssystem heutzutage tatsächlich meistens nicht mehr auf der blanken Hardware, sondern es ist normalerweise virtualisiert. Das heißt, es gibt normalerweise einen Hypervisor und aus Sicht auf den ganzen Stack ist es dann quasi einfach nur eine relativ primitive Ressource, die die Ressourcen der Hardware multiplext auf die virtuellen Maschinen. Und das Betriebssystem macht dann Netzwerk, Dateisysteme, Video, Clock und so weiter. Und tatsächlich ist es so, dass wenn man in einer virtualisierten Umgebung läuft, ist, dass der Hypervisor tatsächlich den Großteil der Arbeit, die das Betriebssystem früher mal gemacht hat, übernimmt. Und das Betriebssystem tatsächlich häufig nur noch in den Hypervisor kurz nur noch den Hypervisor aufruft, um diese Funktionalität zu bekommen. Das heißt, was können wir denn erreichen, wenn wir einfach direkt mit dem Hypervisor reden und das einfache virtualisierte Interface der Hardware bekommen, wenn es eben im virtuellen Maschinenkontext läuft? Und dann bauen wir darauf einfach Libraries, die normalerweise der Kernel-Code machen würde, die aber auf einem höheren Level stattfinden. Beispielsweise Netzwerk. Es geht da meistens nicht nur darum, einfach nur irgendwelche Netzwerkpakete in die Netzwerkkarte reinzuschieben, sondern man muss TCP-Flows tracken und so weiter. Und das sind alles Higher-Level-Dinge. Dann gibt es Dateisysteme zum Beispiel. Dann Timekeeping, also die Möglichkeit, wie man Zeit trackt, wie man Clocks abstrahiert und so weiter. Und was hindert uns denn eigentlich daran, diese Libraries alle in einer Sprache zu schreiben, mit der wir sehr viel vertrauter sind als einer anderen Sprache? Und tatsächlich, in diesem Kontext, können wir einfach kleine Abstraktionen schreiben und dann viel auf die Sprache abladen. Und tatsächlich ist dieses ganze Konzept das, was ein Unikernel ist. Wie sehen dann diese Libraries tatsächlich aus? Wie fühlt es sich an, mit dem System zu interagieren? In Mirage OS, was das Library-Betriebssystem ist, an dem ich arbeite, haben wir einen gemeinsamen Satz Interface-Definitionen und es gibt da etwas, das heißt Module-Types, die im Prinzip beschreiben, beispielsweise zu einem Netzwerkgerät oder sowas, dann solltest du eine Möglichkeit bereitstellen, ein Paket zu senden und so weiter. Und dann haben wir einen ganzen Satz Implementierung von diesen Interfaces.
Beispielsweise ja, Beispiele für Dateisysteme, Netzwerk, Abstraktionen und so weiter. Und Komponenten, die mit verschiedenen Hypervisoren klarkommen. Das heißt, wir können ja unseren Code allgemein halten und dann erst spezifisch werden, wenn wir uns das spezifisch, ja, wenn es dann um ein konkretes Zielsystem geht. Ja. Gucken wir einmal, wie die CAPR und gucken, wie die OCaml Interface für den CAPR aussieht. In MirageOS haben wir den Modeltyp TCP mit dieser Funktion Create Connection. Die nimmt ein, diese Typsignatur ist sehr viel idiomatisches OCaml als die andere, was macht es etwas schwieriger macht, wenn ihr keine OCaml-Programmierer seid. Aber ich versuche es etwas zu erklären. In OCaml haben wir typischerweise einen Kontext oder Zustand, den wir mitführen. Ein Ding, das wir häufig T nennen. So, das hier ist der Zustand, wie wir Zeug über TCP schicken wollen. Wir schicken die IP-Adresse und einen Port. Und der Rückgabewert ist entweder ein Flow, ein Fluss, oder ein Fehler, der innerhalb des, also Inbound zurückgegeben werden wird. Dieses ganze Typ Flow Error Result sagt, entweder ihr kriegt einen Fluss, einen Datenfluss, oder ihr kriegt die Mitteilung, warum etwas schiefgegeben ist. Und dieses parametrisiert über I.O., was ein Nebenläufigkeitstyp ist. Weil wir einige Sachen zur Verfügung stellen, um leichtgewichtiges, kooperatives Multitasking zu machen. Diese Typsignatur benutzt auch etwas, das vor relativ kurzer Zeit in die OCaml-Sprache gemerged wurde. Dieser spezielle Resultattyp hatte man bis vor kurzem selbst implementieren müssen, aber in OCaml 4.3 ist es in den Compiler gemerged worden. Entschuldigung, lass mich nochmal kurz zurückgehen. Wir waren in der Lage, alle diese Modultyp-Signaturen, die wir hatten, wo wir spezifische Rückgabetypen hatten, durch diesen Result-Typ ersetzen konnten, der irgendwie vor etwa 8 Monaten in der Standardbibliothek von OCaml zur Verfügung gestellt worden ist. Wie sieht die Implementation aus? Das sieht auch aus wie idiomatisches OCaml. Wir gucken, was Create Connection tatsächlich macht. Es macht keine seltsamen Buffer. Es wühlt nicht in irgendwelchen globalen Zustand herum. Es sagt, gib mir deine TCP-Verbindung, gib mir deine Zieladresse und einen Port und ich mache eine Adresse oder wenn nicht, dann ja, wenn nicht, dann was schiefgegangen ist, gibt dir einen Fehler und ansonsten gebe ich dir den Fluss zurück, den ich gekriegt habe. Und das kann man jetzt, wie kann man das jetzt alles zusammenbauen in Dinge, die man tatsächlich benutzen kann? Was ich euch bisher gezeigt habe, ist konzeptionell, wie wir mit dieser Art von Implementationen, dieser Liste von Implementationen umgehen und mit den Abhängigkeiten, die sie haben. Was wir in Mirage OS machen, wir nehmen die Applikationen, die der Benutzer laufen lassen will, eine Liste der Abhängigkeiten, die benutzen kann, und dann fügen wir das zusammen entweder in einen Prozess, der in einem konventionellen Betriebssystem läuft, also wir haben einen Shim-Layer, um das zum Beispiel unter Linux laufen zu lassen, oder ihr bekommt eine minimale virtuelle Maschine, die halt in einem Hypervisor-Kontext laufen kann. Also kann an verschiedenen Hypervisors laufen. Ich zeige euch eine kurze Demo, wie es aussieht, mit einer Webseite, die so implementiert ist, zu interagieren. Ich habe eine Webseite. Ich habe eine Web-Applikation tatsächlich. Es ist ein Mirage OS Unikernel. Es hat eine Liste von Dingen, die es braucht. Das ist das Konfigurationsdokument für den Unikernel, der ganzen Haufen Informationen darüber enthält, wie ich zum Beispiel mein Networking haben möchte. Also sagt er einfach, gib mir einfach einen IPv4-Stack. Was kann der Benutzer entscheiden, wenn er die Applikation baut, wie er es haben möchte? Ein Kontext ist, ich möchte einen HTTP-Server bauen, ich benutze TLS.
ich habe meine, genau, ich gebe hier an, wo ich meine Zertifikate für die TLS-Verbindung gebe. Das sind meine Anwendungslayer-Abhängigkeiten, die das braucht, und ein bisschen Komposition, die sagt, wie ich all diese Sachen zusammen stecken muss. Und außerdem brauche ich einen POSIX-Uhr vom Dateisystem. Ich brauche die Daten, die ich tatsächlich zur Verfügung stellen will, und dann die Zertifikate, die ich brauche. Und los geht's. Die tatsächliche Logik für die Anwendung ist in diesem Dispatch-Datei. Das zeige ich euch jetzt nicht. Das ist ein Haufen OCaml, das jetzt hier nicht zur Sache beiträgt. Ich zeige euch, wie man das startet. Also wenn ich Mirage Configure aufrufe, dann gucke ich in dieses Konfigurationsdokument und die Liste der Dinge, die du haben möchtest, und ich stelle heraus, wie ich das zusammenbaue. Es baut mir ein Make-File, dann sage ich einfach Make, und das baut diese Applikation. Es macht erzeugt eine Datei main.native, die kann ich laufen lassen. Und dann habe ich eine Webanwendung. Well, thanks. Jo, danke. Lass uns einen Unikernel daraus machen. Die Sache, die ich eben gezeigt habe, habe ich einfach zu Google Cloud geschickt. Der Hypervisor auf Google Cloud möchte etwas haben. Wir wissen, wie es mit den Geräten treiben muss. Und ich sage jetzt, Mirage, baue mir einen Unikernel, der in dieser Umgebung funktioniert. Mach mir einen davon. Und jetzt, was ich jetzt habe, ist diese https.wirt.io-Datei. Die ist, zeige ich euch vollständig. Also ich habe 16 Megabyte. Was ist die komplette virtuelle Maschine, die ich für meine Webseite laufen lassen möchtest. Und ihr mögt sagen, 16 Megabyte ist ein Haufen nur für eine einfache Webseite, aber ich habe all den Content, also all den Inhalt für die Webseite darin, das ist alles in diesen 16 Megabyte. Ich kann sagen, dass das Binary, das wir für Unix gebaut haben, das eine gleiche Funktionalität hat, also dieses Binary, das auf Linux läuft, ist tatsächlich größer. Dass die gleichen Daten enthält. Also, ich hoffe, dass ich euch jetzt zumindest mal überzeugt habe, euch das mal anzuschauen, ob Library-Betriebssysteme Systementwicklung vereinfachen. Und ich hoffe, dass ihr eine Programmiersprache habt, die ihr genug mögt, um irgendwie mit diesen Betriebssystemen zu reden. Ich hoffe, dass ich euch davon überzeugt habe, dass es besser ist, die Tools zu benutzen, die eure Sprache bereitstellt, um Systemprogrammierung zu machen. Und ja, also Library Operating Systems sind, ja, da gab es schon eine ganze Weile gute Ideen, zum Beispiel das Rump-Kernel-Projekt in NetBSD, das darauf abgezielt hat, die Treiber in NetBSD so zu abstrahieren, dass es sich eher wie ein Library-Betriebssystem verhält. Und die ursprüngliche Motivation dafür war, diese Kernel-Treiber leichter zu debuggen und testen zu können, weil man sie dann eben in User-Space laufen lassen kann. Oder ja, generell ist es halt eben einfacher, diese Treiber zu analysieren. Bei bestimmten Input. Schauen wir uns mal an, wie wir Mirage OS testen. Die sehen tatsächlich genauso aus wie Unit-Tests für normalen OCaml-Code, den wir sonst so schreiben. Das hier ist ein Test, der Options-Padding in TCP testet. Es ist relativ langweiliger Code, in dem man Bit-Modifikationen macht, wo man sich sehr leicht vertun kann, wenn man in einer Sprache ist, die nicht speichersicher ist. Ja, das Test-Framework, das wir dann benutzen, um die Tests auszuführen, ist auch ziemlich langweilig. Wir benutzen das ganz normale Test-Framework, das man sonst auch benutzt, und wir führen die einfach aus.
kein Drama oder so. Ein Vorteil, der auch ist, den wir auch haben, wenn diese Anwendung im Prinzip nur aus ganz vielen Libraries besteht, ist, dass ja, wir tatsächlich einfach bei den Tests, dass wir einzelne Libraries simulieren können, dass sie kaputt sind und schauen können, wie sich die Anwendung verhält, wenn irgendwas in der Library kaputt ist. In Mirage OS hatten wir genau dafür ein paar interessante Ideen. Ich könnte sagen, sie sind lustig. Zum Beispiel Netzwerkinterfaces, bei denen immer neue Pakete verfügbar sind. Dann finde ich zum Beispiel den Zufallszahlengenerator ganz lustig. Zum Beispiel, wenn er keinen Zufall macht und ja, man sich dann anschauen kann, wie sich die Anwendungen dann verhalten. Entropiequellen, die immer blockieren, sind auch häufig interessant. Anwendungscode geht auch häufig kaputt, wenn das Dateisystem voll ist oder ein Block-Device busy ist und so weiter. Oder wenn man aus dem Netzwerk-Layer kürzere, ja, nicht die vollen, nicht die Anzahl an erwarteten Bytes zurückbekommt. Und ja, dadurch, dass wir eben unser ganzes Betriebssystem so modular aufbauen, ist es leicht, einfach diese kleinen Mocks reinzubinden und zu schauen, was passiert. Ja, weitere Gedanken, die man so haben kann, denken wir zum Beispiel mal an ein traditionelles Dateisystem, in dem wir ganz viel globalen Zustand haben. Und ja, der traditionelle Weg, dann rauszufinden, was ein System gerade tut und wie der Zustand gerade ist, dass wir dann einfach eine Shell aufmachen und schauen, was da so der Zustand von diesem System ist. Bei einem Unikernel haben wir zwar Zugriff auf den Zustand der Module, aus denen der Kernel aufgebaut ist, aber anstatt, dass wir reingehen und schauen, was die Anwendung gerade tut, dann möchten wir uns vielleicht nicht unbedingt den ganzen globalen Zustand anschauen, der bedingt, was die Anwendung gerade tut. Wir können die Anwendung einfach sagen lassen, in welchem Zustand sie ist und warum sie in diesem Zustand ist. Wir haben zum Beispiel experimentiert mit der Library Ermin, die ein verteilter Datenspeicher ist. Und ja, da haben wir ausprobiert, was denn passiert, wenn einfach jeder Zustand, also jede Zustandsänderung am System mit einer Commit-Nachricht verbunden sein muss. Und das heißt, wir können dann quasi nachher schauen, welche Zustandsänderungen zum aktuellen Zustand des Systems geführt haben. Eine andere interessante Idee ist, ich habe ja erwähnt, dass wir Scheduler haben, die wir einfach austauschen können. Und was ist denn, wenn wir einfach rausfinden könnten, warum der Scheduler welche Entscheidungen getroffen hat? Und wir hatten Thomas in unserem Projekt, der eine sehr interessante Visualisierung geschrieben hat, um herauszufinden, welche oder deine Visualisierung für den Entscheidungsfluss im Scheduler geschrieben hat. Und das heißt, man konnte da zum Beispiel sehen, warum denn ein bestimmter Thread ja, nicht gescheduled wurde oder Fehler verursacht hat oder sowas. So, also. Okay, ihr habt mich überzeugt, dass ich kein Betriebssystem mehr brauche. Aber wir haben immer den Hypervisor und das ist auch ein Haufen Code als Abhängigkeit. Was denkst du darüber, kluger Tykerl? Nun, es gibt ein sehr interessantes Projekt Solo 5, das ist eine Komponente UKVM. Das nimmt die Geräteabhängigkeiten aus dem Gerät und konfiguriert deine Hypervisor so, dass er keinerlei Geräte exponiert, die man nicht benötigt. Also du brauchst keine Netzwerkgeräte, ich zeige dir keine Netzwerkgeräte. Ich glaube, das ist ein sehr interessantes und sehr cooles Projekt. Wir haben ein bisschen mehr anlaufende Arbeiten. Wir versuchen mehr Hypervisoren zu unterstützen, dass sie es auf mehr Systemen laufen können. Es gibt ein paar Arbeit darauf, einige dieser Bibliotheken zu benutzen, um sie außerhalb des Library Operating Systems zu benutzen. Es gibt keinen Grund, sie nur in dem Zusammenhang zu benutzen. Wir machen viel interessante Arbeit mit CubesOS. CubesOS ist ein Desktop-Operationssystem. Es läuft auf meinem Laptop. Es
Power, diese Slides, die ihr gerade seht, das geht davon aus, ihr habt einen Haufen virtuelle Maschinen, die um Trennung zwischen verschiedenen Aktivitäten zu haben. Das Problem in CubesOS ist, wenn man das mit konventionellen virtuellen Maschinen braucht, ihr sehr viel Festplattenplatz. Und es wäre echt nett, etwas Kleineres zu haben, sowohl in puncto Dateisystemgröße als auch Speicherverbrauch. Deshalb versuchen wir, kleine Dinge in CubesOS, die auf großen Unix-VMs laufen, durch kleine Mirage-VMs zu ersetzen. Eines ist zum Beispiel Cubes Mirage Firewall. Das ersetzt eine Fedora-VM, die ungefähr 500 Megabyte Speicher braucht, durch einen Unikernel, der 32 verbraucht. Also, wir haben noch einiges mehr, wenn ihr interessiert seid, und ich kann die Slide später wieder hervorhören. So, ja. Habt ihr noch eure Ideen? Es gibt viele interessante Sachen, die man diesen machen kann. Ich bin daran interessiert, eure Ideen zu hören. Und ich denke, wir haben Zeit für ungefähr 8 Fragen. Danke für eure Zeit. Thank you very much, Mindy. Vielen Dank, Mindy. Wir haben tatsächlich nur Zeit für eine Frage. Und wir wählen die Frage vom Signal Angel. Okay, keine Fragen aus dem Internet. Dann fragen wir eine Frage am Mikrofon 1. Hast du dir angeschaut, was man mit Capability-basierten Sprachen machen könnte? Es gibt da zum Beispiel eine Variante von OCaml, die mehr Isolation zwischen Prozessen bereitstellt. Man kann sich einfache Gedanken darüber machen, welche Teile der Anwendung auf welchen Zustand Zugriff haben. Ich habe es nicht. Ich habe von Emily gehört, aber ich wusste nicht, dass es diese interessante Eigenschaft hat. Also ja, muss ich mal angucken. Danke. Okay, danke. Das ist alle Zeit, die wir haben. Wenn ihr weitere Fragen habt, sprecht Mindy außerhalb der Halle an. Und damit verabschieden sich dann auch aus der Übersetzerkabine Problem und Florian.